Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to feature some of the best young talent in the world of golf. From Pacific Palisades, California, and historic Riviera Country Club, live second round coverage of the California Classic. But if we see more of what we witnessed yesterday, we're in for a heck of a battle these next 3 days as we show you the current leaderboard here on this Friday. Our leader on this Friday is our featured golfer. He's on top by 3 as he gets set to begin play. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zur zweiten Runde The California Classic. Wir spielen die Korn Ferry Tour, das dritte Tournament dieser Serie. Und wir schauen mal ganz kurz nochmal hier auf unser Leaderboard. Wir führen mit 9 unter Par, sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, als letzter, denke ich, gehen wir raus. 3.06 Uhr, der letzte Flight am Nachmittag. Und wir sehen, dass diejenigen, die jetzt schon rausgegangen sind, 3 unter, 2 unter, 5 unter, sogar die 66 schon drin ist, im Moment wir solide führen. Und ich denke, der Cut sollte kein Problem sein, denn wir sehen ihn bei plus 2. Aber wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen schauen, dass wir unsere Führung nicht nur verteidigen, sondern auch ein Stück weit ausbauen. Da hilft uns mit Sicherheit heute auch ein bisschen der Wind, denn er ist ein kleines bisschen schwächer als in der ersten Runde. Und somit denke ich, sollte er uns ein bisschen helfen. Hier sehen wir, wir haben Rückenwind wieder. Und deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, ob das Sinn macht, dass wir hier den Ball da runterschlagen mit dem Driver. Ich werde das Hölzchen nehmen, 251, 495, das ist ein Par 5. Ja, im Quest steht, wir sollen definitiv hier ein Eagle spielen, um das erste Quest zu erreichen. Jetzt bin ich am Überlegen, wenn wir hier tatsächlich das... Sollen wir ja gleich ins Risiko gehen und versuchen tatsächlich bis vorne hinzukommen. Wir haben Rückenwind und es geht runter. Also eigentlich müsste uns das Holz hier reichen. So, also Freunde, wir steigen ein. Zweite Runde California Classics und... Es geht los und ich wünsche uns ein schönes Spiel. So, der ist lang genug. Ja, gut, der bleibt sofort liegen. That one looking good. It's in the fairway here to start round two. Jo, so, jetzt schauen wir mal. Eisen 4, um aufs Grün zu kommen, aber jetzt ist die Fahne natürlich direkt hinter dem Bunker. Ja, da werden wir natürlich jetzt nicht einfach nur reinrollen lassen. Wir haben aber Rückenwind, deswegen müsste uns ein Fünfer eigentlich auch reichen. Die Frage ist halt einfach nur, von wo? Wo haben wir mehr Platz? Also eigentlich wäre es sinnvoller, über ja, die linke Seite. Ja, mit der rechten würde uns natürlich der Wind helfen. Gegen den Wind zu spielen, ist vielleicht gar nicht so clever. Okay, Eisen 5, aber mit Wind. Eisen 6. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen aufs Grün kommen. Bunker wäre jetzt nicht so verkehrt. Eisen 6. Der müsste doch da aufkommen. So, noch ein kleines bisschen rein. Okay. Und höher anspielen. Ja, komm in den Slope und spring. Ah, schade. Der ist sofort runtergekommen. Okay. So, mit den Pitches bin ich ein bisschen, stehe ich auf Kriegsfuß, muss ich ehrlich sagen. Denn die waren jetzt in der Vergangenheit nicht ganz so gut.
Und ich bin mir jetzt sicher, wenn ich jetzt versuche, rechts am Stock zu bleiben, weil wir immer nach links fliegen. Die Frage ist, warum fliegen die Pitches nicht, beziehungsweise die Flopshots nicht gerade? Wie kriegen wir das hin, dass die gerade fliegen? So, ich schaue jetzt nochmal. Es geht ein bisschen zum Stock, okay. Das heißt, wir müssten eigentlich versuchen, hinterm Stock zum Landen zu kommen, okay. So. Two good shots on this par 5 leaves that simple little chip and that was beautifully played. Naja, ein Eagle wird's nicht mehr, aber wir könnten ja schon gleich mal ein Ausrufezeichen setzen mit einem Birdie. No problems there, that one in for a birdie. And after the 62 yesterday, he'll move to 1 under for his round. So. Wir führen weiterhin mit 3 Schlägen. Number 1, you'd be happy with a par 4 at this second hole. It's 471 yards, but the winds are a factor. It's a strong par 4. Mhm. So. Dann schauen wir mal, wie der Wind ist. Ah ja, eigentlich ganz gut, aber er geht gegen uns. Also wir haben Gegenwind, aber er drückt den Ball nach rechts. Das ist insofern eigentlich ganz okay. 504, ja, das ist natürlich klar. Das ist eine Bahn, wo man gerne eigentlich Rückenwind hätte. Wir werden den Ball auf jeden Fall flach halten. Ein bisschen flacher, damit er etwas mehr rollt. Und dann sollte er auch ein bisschen mehr nach rechts fliegen. Ah, er ist sofort rechts gestartet. Nicht so gut. Ja. Yep. Das war jetzt nicht so gut. Okay, das Gute ist, dass die Fahne kurz steckt. Hybrid. Oh je, 81. Oh je. Nee, das wird nichts, das wird nichts. Da können wir auch nicht mit dem Hölzchen schlagen normalerweise. Ja, man sieht's auch. Ja klar, das verändert sich. Das Hybrid geht da jetzt nicht ganz so geschmeidig durch. Theoretisch würde jetzt das Eisen 4 besser durchgehen. 87-95% durchs Rough. Ja, das macht schon Sinn. Ansonsten hier 83. 81-89. Eigentlich müssten wir hier mit dem Eisen schlagen. Ja, es hilft nichts, weil das Thema ist wirklich, wir hätten nicht ins Rough dürfen. Wir hätten nicht ins Rough dürfen bei der Länge der Bahn. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht einen guten Pitch an den Stock kriegen. Er geht schon wieder rechts. Okay. So, ein Pitch mit dem 60er und 3 Fuß hoch. Ja, ich tue mir schon wieder ein bisschen schwer mit diesem Pitch. Weil ich immer das Gefühl habe, der rollt so komisch. Der normale Flop kommt nicht hin. Der High Flop, der Long Flop, der High Flop. Wo liegen wir gut? Wenn wir rechts vom Stock liegen, geht's bergab. Aber es ist eigentlich alles relativ flach. Wir müssen einfach nur wirklich in diesem Kreis reinkommen. Dann haben wir eigentlich eine gute Chance fürs Pärchen. Okay, wir stehen ein bisschen unterm Ball. Ah, geht nach rechts. Okay, und liegt dann doch 10 Fuß weg. This from about 10 feet. So, 2 Inch nach unten. Aber eigentlich wenig Break, aber wir haben kontinuierliches Break. Okay, dann machen wir so. Der müsste auf jeden Fall das Break annehmen und ein bisschen flotter. Yep, ein kleines bisschen noch nach innen.
Komm rein. Jo! That's a gonna put it roll right there. Well done. It's a par here at the second. Ja, um das Pärchen haben wir jetzt richtig gekämpft. Not a long hole here, the third at Riviera, just 434 yards. This is about position, and really the best way to get at the hole location is to sail it over that fairway bunker on the left. That'll give you a really good angle. So, was haben wir jetzt? Die 3 ist ein 442 Yard langes Par 4. Und wieder haben wir Gegenwind. Das ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen 276. Ja, wir müssen da schon hinkommen. Wir müssen da schon hinkommen. Der wird auf jeden Fall irgendwo hier schon aufkommen. Dann schauen wir mal, dass es diesmal besser klappt. So. Ja, wir nehmen straight. Okay. Ja, schon wieder leicht rechts, oder? Aber das passt, das passt. Er liegt im Fairway. Das ist wichtig. Oh, and it's a narrow fairway here at 3, but that'll be in a great spot. Ja, wir müssen unbedingt die Fairways treffen. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Oh ja, wir haben Gegenwind. Der Wind macht sich bemerkbar, definitiv. Eisen 7. So, wir müssen uns das Grün noch mal ein bisschen anschauen. Es ist eigentlich ziemlich flach. Das heißt, kommen wir da hin? Ja. Okay. Und es ist etwas tiefer. Ja, wenn wir jetzt Finesse... Ah ja, okay. Eisen 7. Er wird hier auf jeden Fall ein bisschen rollen. Er muss auf jeden Fall auf dem Grün aufkommen. Das ist wichtig. Also gehen wir mal hierher. Das sollte eigentlich den Wind ausgleichen. Und dann rollt er noch ein bisschen hin. Gut. So, ich glaube, er ist schon mal gut gestartet. Okay. That's a good shot, and more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. This is a 13-footer. So, es geht ein kleines bisschen nach oben. Und wir haben am Anfang einen Break. Ja, doch, so wenig Break ist das nicht. So wenig Break ist das nicht. Am Anfang breakt er ganz schön. So, meistens unterschätzen wir es immer und er läuft uns unten durch. Komm rum. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he's in the double figures now at 10 under par, 2 under on his round. Arriving now at the 236-yard par 3 fourth, what Ben Crenshaw once called the greatest par 3 hole in America. High praise from the 19-time PGA Tour winner. So, die Fahne steckt ja eigentlich wieder fast an derselben Stelle wie in der ersten Runde, und zwar hinten links. Aber ich glaube, ein kleines bisschen kürzer. Auf der ersten Runde war es ein bisschen weiter hinten. Also, wir wissen, da hatten wir mit dem Wind... Jetzt haben wir Gegenwind. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich eins länger schlagen. Ja, wir müssen dann schon das Hybrid schlagen. Das hilft nichts. In der ersten Runde haben wir das Eisen 4 geschlagen, weil wir mit Wind hatten. Jetzt haben wir Gegenwind. Ja, da müssen wir schon Gas geben. Okay. Wir haben da den Bunker davor. Wir müssen eigentlich hier irgendwo rein und gucken, dass er hier am Slope aufkommt und dann nach links springt. Okay. Okay. Ein bisschen höher. Weil natürlich das Hybrid auch nicht zum Liegen kommt.
Natürlich ist es so, wenn er im Bunker landet, dann liegt er. Okay, er ist lang. Okay, so schlecht ist er gar nicht. Aber er liegt im Vorgrün. Und das heißt entweder pitchen oder Texas Wedge, beziehungsweise chippen. Mit den Chips tue ich mich immer so schwer. Aber es ist ja nicht viel. Was haben wir da? Ein 60er Wedge zum Chippen. Das heißt, es rollt gar nicht so viel. Und wenn ich das richtig sehe, geht es ja ein bisschen nach oben. Tja, ich würde ja eigentlich einen 54er nehmen wollen, und damit er mehr rollt. Okay, wenn wir das Texas Wedge nehmen, dann werden wir auf jeden Fall 7 Inches, okay. Das heißt, auf jeden Fall hierher bin ich der Meinung. Ja, und es geht auf jeden Fall links rüber. Quatsch, rechts rüber. So, das heißt also am Anfang auf jeden Fall hier. Oh, bricht sofort rechts weg, aber kommt gut hin von der Länge. Sehr schön, sehr gut. Oh, just needed a little bit more, but that was beautifully judged from off the green, a very good roll. Yep. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll maintain that 4-shot lead. So. Up next, Riviera's 434-yard par 4 fifth. A lot to worry about here. Canyon wall and OB on the right, trees down the left, and of course, the iconic grass mound, which cuts into the fairway short of the green. Ja, hier müssen wir, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, weil wir da so eine kleine Welle haben, so einen kleinen, ja, wie will ich sagen, Absatz. Und da haben wir jetzt diesmal, glaube ich, kein Problem, weil ja wir Gegenwind haben. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, den Rückenwind, und da haben wir dann ein Holz 3 genommen. Jetzt haben wir Gegenwind. Ja, ja, also da sollten wir dann schier nicht hinkommen. Aber ich sehe jetzt gerade, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn wir hier rechts hochkommen. Das heißt, wir werden den ein bisschen reinfaden mit dem Wind. Der dürfte nicht viel rollen. Und liegt fast. Ideal, 151, Eisen 8. Eisen 9. Let's bring in Nota Begay the third. 151 yards left. Wind definitely hurting in his face. So, also vorhin waren das doch auch praktisch dasselbe. Wir hatten 7 Gegenwind. Und trotzdem ist er über den Stock rübergelaufen. So, wie sieht es denn hier aus? Wenn er aufkommt und rollt, dann geht alles nach links. Ansonsten ist es eigentlich relativ eben. Ja, da geht es ein bisschen hoch. Okay. Eisen 9 wird liegen bleiben. Eisen 8 hoch anspielen, denke ich. Das müsste den Ball zum Stock bringen. Ja, Eisen 8 hoch anspielen. Ja, komm. Sehr gut. Oh, da hat sogar ein bisschen Backspin mit dem Eisen 8. Okay. Oh, that's not too bad. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. So, es geht wieder 3 Inches nach oben. Das ist auf jeden Fall so viel, denke ich. So, okay. Und das Ganze geht wieder kontinuierlich nach rechts. Ja, aber wir müssen etwas weiter oben, sonst läuft er uns rechts runter. Okay.
Ein kleines bisschen zu viel dann doch noch. Aber es sah wieder gut aus, war wieder ein guter Putt. Sehr schön. You don't see this too often, do you? A bunker cut directly into the green. And usually bunkers are in front or guarding the right or left side. This one smack in the center. It is one of the most unusual holes in all of golf, 169 yards, the par 3-6th here at Riviera. So, wir schauen mal ganz kurz aufs Leaderboard, wie es aussieht. Zwei unter Paar haben wir gespielt und ich glaube, unser Vorsprung ist immer noch ordentlich. Gut, die sind natürlich die Kollegen, die kurz vor uns gestartet sind, an der 6, an der 7. Aber wir sehen auch 7, 6, 5, 4. Es geht dann relativ schnell nach unten und wie gesagt, die ersten sind mit einer 67, 66 auch schon drin. Es heißt einfach kontinuierlich am Ball bleiben, kontinuierlich spielen und einfach immer wieder mal ein Birdie dazwischen reinschieben. Ansonsten einfach Pärchen, Pärchen, Pärchen. Das passt dann auch. So, jetzt schauen wir mal. Das ist die 6, 206 Yards. Und das ist das berühmte, ich sage mal, oder außergewöhnliche Par 3, wo wir mitten im Grün doch tatsächlich einen Bunker haben. Okay. So, der Wind kommt extrem von rechts. Ein Eisen 4, ein Eisen 5. Ein Eisen 6 wird zu kurz sein. Es geht ein bisschen nach oben, obwohl ich denke, fast ein Eisen 6 wäre gar nicht mal so verkehrt. Eisen 5 scheint mir zu viel. Eisen 6. Aber der Wind drückt ihn rüber. Okay. Naja, es geht ein bisschen auch den Berg runter, den Slope zur Fahne. Den müssten wir eigentlich mitnehmen. Ja, der macht nicht die... Aber er fliegt auch nicht Richtung Bunker. Er müsste auf dem Grün zum Landen, landen und auch dort zum Liegen kommen. Sehr schön. Gut. Okay, that's on to this sixth green. Not particularly close, but it does appear that there is at least a straight line to the hole. We welcome in Iona Steven. This, a putt for birdie. Here of right to left in this one, Rich. Straight back up the slope. So. Es geht die ganze Zeit berghoch. Das Problem ist, dieser kleine Rücken hier vor uns, der wird den Ball extrem rüberdrücken. Ja, es wäre geschickter gewesen, hinten dran, dann doch vielleicht ein Eisen mehr. Aber nun gut, ja, jetzt ist der Käse gegessen. Der Cheese is eaten. Ja, wir müssen da schon ein bisschen mehr machen. Das ist schon ein richtiger kleiner Rücken. Da wird er hochgehen und dann rum. Okay. Ja, kommt nicht ganz rum, wie ich mir dachte, aber bleibt hinterm... Ja, super. So, also bis jetzt machen wir zumindest keine großen Fehler. That one finished off. It's in for par. And he's going to hold on to that three-shot lead. So, der Herr Vega kommt aber ein bisschen ran, hat ein Birdie gespielt. Riviera, 408 yards of par 4, but you have that giant bunker going all the way down the left side and then the Barranca on the right. The fairway closes in, pinches at about the 270-yard mark, so with all that's going on and as narrow as it gets, you have to hit it straight off the tee here. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vorhin hatten wir, dachte ich es mir doch. Ja, jetzt haben wir Rückenwind. Da müssen wir jetzt natürlich extrem aufpassen mit dem Rückenwind. Ja, dann nehmen wir natürlich ein Holz 3. Da braucht es auch nicht mehr. 251, 393. Ja, das sind dann noch 100 Yards. Also da müssen wir eigentlich kein Dingens da reinhauen. Kein Driver. Aber wichtig ist halt, dass wir rechts hier runterkommen. Aber eben auch nicht zu viel, dass wir nicht wieder hier unter die Bäume kommen. Ja, letztes Mal war es ein bisschen zu viel.
okay, die Kurve hat er. Die ist nicht schlecht. So, genau. Sehr schön. Ja, die Position ist besser. Jo, Pitching Wedge. Ein 50er. Der wird etwas spinnen, aber wir haben Rückenwind. Wir haben Rückenwind, aber das dürfte ja bei so einem Schläger nicht so viel ausmachen. Die Frage wird sein, wie viel spinnt er? Sechs Miles. Okay. Okay. Ja gut, hinten dran ist eigentlich jede Menge Grün. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Approach mit dem 50er. Das müsste doch eigentlich so passen. Das müsste doch so reichen. Da kann doch nicht so viel weiter fliegen. Ja, okay, nicht richtig durchgezogen. Und jetzt, ja, das war nichts. Das war nichts. Und das spinnt hier den Hang runter. Okay. Nicht richtig durchgezogen, den Schlag. So, und mit dem Pitch haben wir ja in der Vergangenheit immer ein bisschen Probleme gehabt. Da fühle ich mich wohler mit dem Flopshot. Ja. Okay, kommt ein bisschen zur Fahne hin. Ja, geht schon wieder nach rechts. Okay. This will be a 5-foot putt here. Ja, da haben wir schon ein bisschen Break. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Also das Break müssten wir merken. Yep, well done. That's in for par here at 7. And he'll remain right where he is. So wichtig ist natürlich immer, wenn man so Fehler macht, dann müssen wir einfach schauen, dass wir ein gutes Up and Down haben. Und dann passt es wieder. The surprises don't stop here on Riviera's front side as we come to the 433-yard par 4 8th. One of course designer George C. Thomas's all-time favorites. A split fairway is the unique feature here. Like many holes, this one forces you to really have a strategy. So, ein paar 4 mit 406 Yards. Und da haben wir das letzte Mal sind wir über die rechte Seite gegangen. Jetzt haben wir aber Rückenwind. Aber nicht viel. Aber bietet sich dann jetzt an, hier über die linke Seite zu gehen, wenn wir dann einen Draw spielen. Da ja der Wind nicht so heftig ist. Der Quatsch, einen Fade. Wir könnten es mal so versuchen. Bisschen mehr links. Okay, die Kurve nimmt er an. Das sollte doch hoffentlich passen. Wie springt er? Nach vorne. Sehr gut. That will be more than adequate. It's safely into the fairway. 303 Yards ist hervorragend. And that is going to leave a good look into this eighth hole. From the fairway. Let's go to Noda. From the left side fairway, the hole really opens up. Great angle to access. Holes cut along the right side of this green, but beware, don't go long and right because the ball will run toward the ravine. Ja, genau. Wenn wir rechts sind, dann rennt er uns hier runter und das ist ganz, ganz übelst. So, jetzt haben wir eigentlich auch Rückenwind. Vorhin hatten wir eigentlich auch Rückenwind, deswegen haben wir ja eigentlich kürzer, weil wir uns darauf verlassen haben, dass er dann auch backspinnt. Das ist jetzt echt wieder ein heikles Thema. Am besten wäre eigentlich hier rein, damit wir genügend Platz haben.
Und dann hoffen, dass wir einen guten Putt hinkriegen. Es geht auf der anderen Seite ja auch berghoch. Okay, der Wind drückt ein bisschen. Ja, das ist halt jetzt schon wieder die Frage. Das 54er, kommt es hin, kommt es nicht hin? Okay. Jetzt Backspin, komm. Ah, bleibt liegen. That's a bit of a head turner, really. That was a green light situation from that distance and far from the best shot I've seen today. Now this for birdie. And it looks pretty much straight overall, but it's going to pick up a lot of pace as it heads down this slope. Needs to be careful. So, 9 inches bergab. Aber das Problem ist eigentlich hier vorne, jetzt wo auch der Marker ist, da geht's dann links rüber. Ja. Am Anfang ganz leicht die ersten drei Kästchen nach rechts. Das ist aber nicht so wild. Das Entscheidende ist eigentlich eher das da drüben. Was mich aber echt irritiert, ist das Thema, dass wir hier 9 inches nach unten gehen. Okay. Aber da kann doch gar nicht so lang werden. So, jetzt geht er runter. Doch ein bisschen zu weit rechts angehalten. Der war gut, aber wieder ein bisschen zu weit rechts. Okay, 5 Fuß. Aber das ist eigentlich ein völlig gerader Putt, so wie es aussieht. Okay, good roll there. It is a par here at the 8th. And he'll stay right where he is. So, was machen die anderen? Wir müssen immer die anderen ein bisschen im Auge behalten. Okay, 3 Schläge, immer noch Vorsprung. Rivera's ninth now at 458 yards. You get a look at the beautiful clubhouse in the distance, but don't let your mind wander from the task at hand. This is no easy hole. Bunkers line the fairway on both sides and 3 more greet you up near this elevated green. Ja, hier sieht man auch, dass natürlich auf diesem Grün hat es jetzt leichte Erhebungen bzw. Wellen. Plateaus, aber diesmal haben wir dafür jetzt ordentlich Rückenwind. Ja, wir müssen den hier über den Bunker vermutlich rüberjagen. Ja, Richtung rechte Bunkerkante. Ja, vielleicht ein kleines bisschen reindrohen. Ja, das müsste, der müsste am Bunker vorbeigehen. Sehr gut. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. Ja, die Länge haben wir gebraucht, weil wir müssen ja jetzt auch nach hinten ins Grün. Check in with Noda. Beautiful look at the ninth with the clubhouse in the background. But players beware, severely uphill. Whatever club you select, add one more. Ja. Ja, es geht 27 hoch, aber wir haben auch Rückenwind. Das ist das Thema. Wir haben auch Rückenwind. Es geht hoch, aber wir haben Rückenwind. Dann wird er wieder zu lang. Und ein Eisen 7 bleibt eigentlich erfahrungsgemäß relativ schnell liegen. Okay, die Kurve hat er. Ja, okay. Komm, bleib auf dem Grün, bleib auf dem Grün. Okay, sehr schön, sehr gut. Good clean contact and a nice result and a chance for birdie coming up. Na ja, gut also. This for birdie. And this is a nice smooth right to lefter. This is the go zone. Smooth. Ja, der geht natürlich kontinuierlich und zwar heftig. Heftig. Das ist ein schon kräftiges Break. Der wird eine ganz schöne Kurve laufen, denke ich. Der wird definitiv unterm Stock durchlaufen. Okay. Ja,
hast zu hoch angehalten. Das war dann doch zu hoch. Und er läuft ziemlich weit nach hinten durch. Oje. Das ist jetzt interessant, warum der dann doch so... Ah, da geht's jetzt bergab. Linke Lochkante mit Speed. Und der müsste auf jeden Fall rumkommen. Ja, ein bisschen weniger. Sehr schön, das Pärchen wieder gerettet. Und das finishes off a strong front nine. It's a 33, 2 under par. Well, this hole, the 315-yard par 4-10th, has been talked about so much. If you ask the professionals what's the best short par 4 in the world, most will point to this. It's all about options and that little sliver of a green which causes players headaches. This one is not just about the length, obviously, but it is a really strategic play. So, Freunde, das war also die Front 9, zweite Runde, Contrary Tour hier bei der California Classic. Wir spielen den Riviera Country Club und haben auch diesmal wieder sehr schöne Front 9 gespielt. Jetzt nicht 4 unter, 2 unter, wir hatten auch einen ausgelippten, aber und wir mussten ein bisschen kämpfen diesmal, auch um das ein oder andere Pärchen, haben aber die Nerven behalten und somit auf jeden Fall mal hier vorne eine schöne, saubere Scorekarte. So, ich sehe jetzt gerade 35, 36, das heißt, das ist ein Paar 71 Platz und das bedeutet, dass wir auf den ersten 9 nur ein Paar 5 hatten und auf den zweiten haben wir zwei Paar 5 und die Paar 5 bieten eigentlich immer die Möglichkeit für uns auf Birdies. Also freut euch auf die zweite 9, auf die Back 9. Für dieses Video soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Dann würde ich mich natürlich über einen Kommentar, über ein Däumchen, aber vor allen Dingen auch über ein Abo freuen. Wenn ihr also auch zukünftig keine Folge EA Sports PGA Tour hier auf dem Kanal verpassen wollt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich schon auf die Back 9 und sage bis dahin wie immer, wünsche euch bis dahin wie immer ein schönes Spiel.